Hallo allerseits und willkommen zu diesem Tutorial-Video, in dem ich euch zeige, wie man Schneeeffekte auf Dioramen hinbekommt. Ich habe das zwar schon mal vor ein paar Jahren in einem anderen Video vorgeführt, aber ich finde, es ist mal wieder an der Zeit, dann eine Neuauflage zu machen. Wie damals auch verwende ich einen Modellbauschnee, der nennt sich Rasteranao, ein bisschen ein komischer Name. Damit habe ich aber sehr gute Erfahrungen gemacht im Laufe der Jahre und werde es auch weiterhin verwenden. Man hört zwar immer von diversen Hausmittelchen, die sich zur Schneedarstellung eignen, wie zum Beispiel Backpulver, aber davon würde ich euch abraten. Das ist alles meistens recht ungeeignet. Der Schnee wird sich im Laufe der Jahre verfärben und auch diverse Tierchen anlocken. Das können wir nicht brauchen. Also lieber kein Backpulver verwenden, sondern stattdessen speziell dafür ausgelegte Produkte. Hier seht ihr das kleine Diorama, an dem ich die Schneeeffekte vorführen will. Das Diorama besteht eigentlich nur aus einem Holzklotz, der mit Modelliermasse und Gartenerde überzogen wurde. Und zusätzlich habe ich noch ein paar Grasbüschel eingearbeitet und auch ein paar kleinere Äste als Bäume. Und das Diorama soll eine Waldschneise in Osteuropa darstellen. Zusätzlich habe ich den Boden noch mit etwas glänzendem Klarlack von Rivell bearbeitet, damit es ein bisschen so feuchter aussieht, der Boden. Und das ist auch eine gute Grundlage für unseren Schnee später. Den Schnee stelle ich auf folgende Art und Weise her. Zuerst gebe ich ein bisschen Holzleim in eine Schale. Dann gebe ich etwas von dem Rasteranao Schneepulver dazu und noch ein bisschen Wasser. Das Wasser brauchen wir nur zum Verdünnen, denn sonst wäre die Paste extrem zäh und schlecht zu verarbeiten. Nun wird alles ordentlich verrührt. Wie man sehen kann, ist die Mischung recht dünnflüssig. Jetzt können wir auch gleich damit anfangen, den Schnee aufs Diorama aufzutragen. Dazu eignet sich ein mittelgroßer bis großer weicher Pinsel am besten. Jetzt hängt eigentlich alles nur noch von euch selber ab und welche Beschaffenheit des Schnees ihr darstellen wollt. Für angetauten Schnee kann man einfach ein paar so Schneeflecken auftragen, dass eben dazwischen noch die schlammige Erde ein bisschen rausschaut. Grasbüschel kann man, wenn man will, dabei auch aussparen. Mein Diorama soll jedoch eine mehr oder weniger geschlossene Schneedecke bekommen, deswegen trage ich jetzt den Schnee etwas dicker auf. Auch die Grasbüschel werden dabei abgedeckt. An manchen Stellen darf die Erde unter dem Schnee noch ganz leicht durchscheinen, das ist kein Problem. Ein zu einheitliches Aussehen würde nicht natürlich genug ausschauen. Solltet ihr den Schnee aus Versehen an Stellen auftragen, wo ihr ihn nicht haben wollt, dann könnt ihr den Schnee auch ganz leicht mit ein bisschen Wasser wieder wegspülen.
Den Rand des Dioramas habe ich vorher nicht abgeklebt. Wie man sieht, ist es aber auch nicht nötig. Den noch feuchten Schnee kann man ganz leicht mit den Fingern abwischen. Man sollte ja auch die Bäume auf dem Diorama mit ein bisschen Schnee behandeln. Ein Klecks an der einen oder anderen Aschgabel reicht dabei völlig. Auch eure Modelle könnt ihr mit derselben Schneemixtur bearbeiten. Ich empfehle aber, den Schnee hier nur ganz vorsichtig und dezent aufzutragen. Am besten befeuchtet ihr den Pinsel mit Wasser, bevor ihr ihn in die Schneepaste taucht. Dann werdet ihr sehen, dass der Effekt dann bei weitem nicht so stark ist. Ein paar Kleckse an der Oberseite, vor allem in den Ecken, reichen eigentlich völlig aus. Auch das Fahrwerk sollte ein bisschen Schnee abbekommen. Wie man sieht, reichen ein paar Tupfer hier und da schon aus. Weniger ist hier definitiv mehr. Hier nun das fertige Diorama. Überraschenderweise eignet sich der Schnee für fast alle Maßstäbe, sieht in 1:72 eigentlich genauso gut aus wie auf einem 1:35er Diorama. Dieses Diorama hier habe ich 2014 gebaut und wie man sehen kann, sieht der Schnee nach wie vor sehr gut aus. Es sind keine Verfärbungen oder Risse aufgetreten. Ich finde es sehr gut, wie beständig der Schnee ist, wenn es ausgehärtet ist. Anfassen oder abstauben verursachen hier keine Probleme. Das wär's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen und vielleicht könnt ihr es auch selber mal anwenden. Probiert es einfach mal aus. Wenn man das richtige Material hat, sind Schneediorama so ziemlich das Einfachste, was es gibt, weil man braucht nicht so viel Mühe in die Ausstaffierung mit Pflanzen und so weiter stecken. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilkar Barkas.